Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Unboxing-Video. Das wird, glaube ich, auch relativ zügig jetzt gehen. Es ist das Steelbook von Green Lantern. Ist jetzt nichts Neues, ist auch nicht so der weltbewegende Film. Aber da ich ja die Marvel und generell die ganzen Superhelden-Dinger möglichst in den Steelbooks haben will, habe ich jetzt einfach nochmal bei Saturn zugeschlagen und das Ding für knapp einen Zehner mitgenommen. Das ist, glaube ich, bei Amazon noch wesentlich teurer. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen aufstoßen. So. Ratsch. Die rohe Männergewalt. So, ich glaube, das klebt das dran. Ich glaube, Warner macht immer diese ollen Bubbles dran, ne? Ja, hier, da. Sieht man's? Schön erstmal in der Gegend gerotzt und dann die Pappbanderole drüber geklebt. Herrlich. Alles, was mal nach dem Nasebohren am Finger dran klebt, wird dann erstmal für die Steelbooks-Banderole verwendet. So, aber die ging relativ zügig ab. Wer nochmal ein bisschen was zum Film wissen will, kann hier gerne nochmal nachlesen. Die technischen Angaben. Ja, so schaut das Steelbook von vorne aus. Ja, ist okay. Ist halt so ein bisschen nicht ganz glänzend, nicht ganz matt, aber ohne viel Schnickschnack vorne drauf, von der Seite. Von hinten, naja, da ist Warner ja immer nicht sehr kreativ. Und das hier könnten sie auch endlich lassen, da immer noch ihre Credits drauf zu klatschen. Das reicht ja nun echt, wenn das alles hier drauf steht. Ich weiß nicht, warum man das dann immer noch hier noch mit drauf drucken muss. Direkt drauf drucken muss. So, zack. Ja, das geht doch auch. So, die Scheibe ist unspektakulär. Die schaut so aus. Und so schaut das Innenleben aus. Geht doch. Finde ich nicht schlecht. Da ist die Extended und die Kinofassung drauf. 3D ist es nicht. Aber ich muss auch nicht bei alles 3D haben. Ich bin auch mal bei einem Film froh, wo ich nicht so eine olle Brille irgendwie 2,5 Stunden auf der Nase haben muss. Ja, wieder ein DC Marvel Comic Superheldenfilm mehr als Steelbook. Ich freue mich. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte Video, was ich jetzt kurz zack, zack hintereinander aufnehme. Und es reicht jetzt auch. Jetzt noch einen schönen Dr. Pepper und dann wieder aufs Sofa werfen. In diesem Sinne, viel Spaß bei den weiteren Videos, die noch so kommen werden, die nächsten Tage und Wochen. Gerne den Kanal abonnieren, gerne was kommentieren, gerne den Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, in welche Richtung oder in welche Tendenz, in welchen Geschmack ich da jetzt getroffen habe bei euch. Ich kann nicht mehr reden. Ich lasse es einfach sein. Die nächsten Unboxings, da sage ich einfach gar nichts. Das wäre auch mal was. Ich halte es einfach an die Kamera und pack's aus. Hätte ich endlich mal machen können. Jetzt habe ich aber nichts mehr, was ich auspacken könnte. Das Video wird jetzt doch wieder länger, als ich dachte, weil ich einfach jetzt nicht mehr schaffe, die Klappe zu halten. Ich sage jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschü, tschü. Winke, winke. Bzzz.